EU, jeder hat sofort eine Vorstellung, was mit diesen beiden Buchstaben gemeint ist. Und dennoch bleiben sie abstrakt. Mehr als ein diffuses Gefühl, dass da ein bunt gemischter Haufen von Politikern über unsere Belange entscheidet, wissen wenige. Und die Intellektuellen? Auch von ihnen interessieren sich nur wenige dafür. Sie haben sich an Europa gewöhnt, wie an eine alte Ehe. Nicht so der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger. Er betrachtet Brüssel als, Zitat, sanftes Monster, das seine bürokratischen Kraken immer weiter ausbreitet. Ganz unabhängig von der aktuellen Krise stellt er die Heiligkeit der europäischen Kuh generell in Frage und lehnt sich mit seiner Kritik weit aus dem Fenster. Ruthard Stäblein hat den kämpferischen Dichter, der sonst Interviews für das Fernsehen eher ablehnt, in einem Münchner Lokal getroffen. Der Publizist und Polemiker Hans Magnus Enzensberger kritisiert seit mehr als 50 Jahren die Trends der Bewusstseinsindustrie, wenn er nicht gerade selbst neue setzt. Enzensberger ist Polyglott und viel gereist, der deutsche Europäer par excellence. Umso mehr regt er sich auf, wenn jetzt seine jüngste Kritik am zentralistischen Machtblock der Europäischen Union als antieuropäisch diffamiert wird. In der Redeweise der EU-Politiker erkennt er den autoritären Duktus des Entweder-Oder. Das sind alles Instanzen, die sagen, wer gegen mich ist, ist gegen Europa. Und das ist ja ein starkes Stück. Ich meine, wie kommen diese Leute dazu? Genau. Diese nicht gewählte irgendwelche Kommissionen, die wir nicht mal gewählt haben. Also wer ist denn das überhaupt? Keiner kennt sie, aber Enzensberger hat das Monster aufgesucht, das sich hinter den Glasfassaden der Brüsseler EU-Zentralen versteckt. Er hat vor Ort recherchiert. Er hat einige Kader im Labyrinth der EU-Kommissionen und des Europarats getroffen, die das Geschick der EU immer mehr bestimmen wollen. Denn diese ganzen Kommissionen, diese ganzen Behörden, die man da besichtigen kann, die haben ja etwas Phantomartiges. Wenn sie dann sagen, ich muss mich jetzt entscheiden, in welche Generaldirektion von den 12 Generaldirektionen, in welche Agentur und welcher Bereich, welcher Sonderbereich, welcher Kabinettschef ist hier zuständig, ich meine, dann wissen sie ja nicht, wozu. Enzensberger aber weiß es. Die Europäische Union ist ein bürokratischer Apparat mit dem einzigen Zweck, sich selbst zu vergrößern. Mehr Macht, mehr Geld, mehr Planstellen, immer mehr Länder, immer größer. Aber immer mehr Kosten könnten das System aus den Angeln heben. Vergrößerungswahn und Größenwahn hängen zusammen. Das heißt, alle müssen rein. Es müssen so viele wie möglich sein. Mit sechs Mitgliedsländern hat die Union angefangen. Heute sind wir auf der Schwelle zur 28. im nächsten Jahr mit Kroatien. Und je mehr, je besser. Das ist natürlich ein Irrtum. Mehr ist nicht immer besser. Wenn Sie zum Beispiel Pfeffer auf Ihr Mittagessen streuen, dann wird es nicht dadurch besser, dass man mehr Pfeffer drauf tut. So elementar und so einfach ist das. Sie können diese nicht wettbewerbsfähigen Ökonomien in Europa nicht unter ein Joch spannen. Das knallt. Enzensberger trifft den wunden Punkt der aktuellen Euro-Krise. Wie auch die Debatte unter den Intellektuellen. Einige plädieren in der Krise für eine europäische Verfassung mit mehr Demokratie, wie der Sozialphilosoph Jürgen Habermas, und als Zwischenschritt für eine europäische Wirtschaftsregierung der EU. Eine Verfassung kann man auf keinen Fall brauchen, weil eine Verfassung bedeutet, wenn man eine Verfassung machen will, dann muss demokratische Verfahren haben. Das ist aber nicht der Plan, sondern die Wirtschaftsregierung ist undemokratisch, sie ist postdemokratisch, sie nimmt nur Rücksicht auf die Interessen des Finanzmarkts und des Schuldenmanagement. Sie hat kein Interesse an den Personen, die in Europa leben. Das ist nicht das Interesse. Und deswegen ist es widersprüchlich, so ein Plan. Und es ist ein postdemokratisches Vorgehen. Ich hänge irgendwie an der Demokratie, müssen wir entschuldigen. Ja? Ich finde das illegitim. Bei den Gipfeltreffen wird auf der Ebene von Ministern, Präsidenten und Kanzlern die Linie vorgegeben. Da wird geflüstert und gemauschelt. Kommissare und Kader erlassen anschließend die Direktiven und nicht die gewählten Kräfte wie das Europaparlament. Enzensberger hält diese Grundkonstruktion der EU für undemokratisch. Das ist gelenkte Demokratie. Das hat Züge hinter der Hintertreppe. Die Leute stören nur. Also wenn man es ganz zuspitzen will, sagen wir, es hat Züge von einem Politbüro. Mhm.
Es wird ja auch nicht von den Leuten gewählt. Das Politbüro der KPdSU wurde nicht von Russen gewählt. Der EU-Mensch auf dem Weg zum Sowjetmenschen? Enzensberger liebt die rhetorische Zuspitzung. Mancher Normierungswahn spricht für seine Pointe. Die Kontrolle durch EU-Vorschriften erreicht inzwischen die Klodeckel. Es geht ja um unsere Sicherheit oder um unsere Gesundheit. Immer mehr Verbote, immer mehr Euronormen. Wir werden kontrolliert, betreut, bevormundet, weichgespült und homogenisiert, wie Haarmilch. Aber es soll mit rechten, das heißt berechneten Dingen zugehen, wie bei den Kloschüsseln. Enzensberger sieht die EU nicht als Völkergefängnis, sondern als Verbesserungsanstalt. Der Zwang, den die Union ausübt, bis zu unseren alltäglichen Gewohnheiten, ob wir eine Glühbirne reinschrauben dürfen, welches Obst wir essen dürfen und so weiter, also die mischen sich ja in alles ein. Aber es wird nicht polizeilich durchgesetzt. Man sieht überhaupt keine Bewaffneten auf der Straße hier. Das ist fantastisch. Das ist also deswegen das sanfte Monster. Enzensberger ist ja kein radikaler Anti-Eurokrat und schon gar kein Nationalist. Er bleibt ein Ironiker, der von der Differenz lebt. Brüssel aber will das Entweder-Oder, erzwingt so die Zustimmung, weil es angeblich keine Alternative gibt. Enzensberger hat eine, die über das Ja oder Nein hinausgeht. Mein Vorschlag, was die Europäische Union betrifft, ist nicht die Abschaffung, die Liquidierung, sondern der Rückbau. Das ist immer schwierig, wenn Sie irgendwo zum Beispiel einen Stadtteil aus dem Boden gestampft haben mit Beton, der unbewohnbar ist. So ein Horror, so ein Ghetto, so ein Plattenbau-Ghetto und so. Ja, wie wird man das los? Rückbau ist schwierig. Aus dem Boden stampfen ist vergleichsweise leicht. Hans-Magnus Enzensberger zerlegt die Strukturen der Europäischen Union mit seinem rhetorischen Besteck und verzehrt mit Genuss das sanfte Monster Brüssel. Sein Common Sense, sein ironischer Hausfrauenverstand sagt, das kann nicht mehr lange so weitergehen. Seine Euroskepsis übertrifft noch Volkes Stimme. Und